So, hallo und herzlich willkommen zu Army of Darkness Doom oder einfach nur AOD Doom, der nächsten Watt von 1996. Wie man eventuell schon erkennen kann, ist das Ganze eine Total Conversion und basiert auf dem Film Army of Darkness, also der dritte Evil Dead Film, oh, beziehungsweise Armee der Finsternis auf Deutsch. Und ich habe mir extra für diese Watt alle Filme angesehen, weil die kannte ich noch nicht. Also wirklich komplette Trilogie angeguckt und ich denke mal, jetzt verstehe ich zumindest die ganzen Referenzen oder die meisten. Heißt, jetzt bin ich bereit für diese Watt. Aus irgendeinem Grund haben wir hier ein paar Schwierigkeitsgrade aus Duke Nukem. Mehr oder weniger, ich meine, Come Get Some ist aus Duke Nukem. Hail to the King Baby ist ein Spruch von Duke Nukem. Genauso wie Oh, That's Gotta Hurt. Wo der jetzt den Zusammenhang zu Army of Darkness sieht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, vielleicht, ich meine, die Sprüche von Duke sind ja auch meistens von irgendwo abgeguckt. Vielleicht sind ja ein paar Sprüche sogar aus dem Film aus der Originalfassung. Ich habe jetzt natürlich die deutsche Fassung angesehen, aber wer weiß, ich weiß es nicht. Falls es jemand weiß, kann man ja mal in die Kommentare schreiben. Aber ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal hier rein. Okay, wir fangen jetzt an und die Brücke ist kaputt. So wie es halt eben auch im Film passiert. Ich bin hier am Anfang schon ein bisschen rumgerannt, nur so hier. Einfach nur um zu sehen, ob alles tut. Ich weiß zum Beispiel, hier kann man auch noch runtergehen. Und hier geht's rein. Aber ob hier jetzt irgendetwas groß liegt, weiß ich jetzt nicht einmal. Aber dann war man hier immerhin, ist das nicht schön? Wir haben hier unten auch ein neues Bild. Ash aus dem Film. Wir haben auch eine neue Munitionsanzeige. Wie man rechts sieht. Da haben wir hier Schrotflinte. Pfeile also. Wahrscheinlich die Explosionspfeile aus dem dritten Teil. Okay, das ist komisch. Das ist sehr komisch. Ich habe so ein Gefühl, es sollte nicht sein. Okay, ich denke mal, hier hat der wohl irgendwie was vermasselt. Hier ist das Levelende aus irgendeinem Grund. Fragt mich nicht wieso. Ich bin mir ziemlich sicher, da soll man erst sehr viel später rein. Sehen wir uns also lieber erstmal in dieser Hütte um. Ich meine, okay, hier geht's wahrscheinlich in den Keller, wo auch immer die Monster waren. Das muss jetzt nicht sein. Ah, wir haben sogar Sounds aus dem Film. Hier ein kleines Feuerchen. Ich bin mir ziemlich sicher, wir müssen jetzt das Necronomicon finden. So. Hier hat er seine Knarre aus dem S-Mart, aus der Sportwarenabteilung oder so ähnlich. Okay, hier ist das Badezimmer. Hier haben wir noch eine Hintertür. Sonst ist hier jetzt aber gerade nichts. Gehen wir mal hier in den Keller runter. Das Ganze mit einem Teleporter. Sehr viel sehen wir hier schon mal nicht. Aber wir haben immerhin ein bisschen extra Leben, ist auch was. Aber ich frage mich, was ich jetzt machen soll. Hier sieht es ein bisschen anders aus. Weil irgendwo muss ja auch das Necronomicon liegen. Aber das war im Film eigentlich auch im Keller. Oder? Oh, jetzt hab ich's.
Nee, ich denke mal, dass ich hier... Hier war ich überall. Secret revealed. Oh, was habe ich bekommen? Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ja, da ging es jetzt durch. Dann würde ich mal sagen, mit dem Necronomicon können wir wahrscheinlich hier. Das habe ich schon auf der Karte gesehen. Ach du Kacke. Ja, wir haben ja jetzt die Schrotflinte. Wir haben auf der 2 gar keine Waffe. Oder? Nee, da haben wir gar nichts. Aber wir haben jetzt die Kettensäge. Das ist natürlich sehr schön. Wir haben nur 6 Gegner übrigens. Jetzt ist die Frage, wo die restlichen Gegner sich befinden. Ich meine, ich habe jetzt das Necronomicon gefunden. Ich meine, okay, das erste Level ist sowieso mehr wahrscheinlich so ein Intro-Level. Mit 6 Gegnern sowieso. Aber ich würde die schon ganz gerne auch finden. Hier darf ich halt nicht reinrennen. Mach ich erstmal die Kettensäge weg, sonst höre ich ja gar nichts. Ist hier nur irgendwas zum Aktivieren? Ich glaube eher nicht, oder? Oh, da drin sind jetzt Gegner. Boah. Ei, ei, ei. Das Ganze ist übrigens eine Doom 1 Replacement. Hat man vielleicht gesehen am Anfang, weil ich Episoden auswählen konnte. Heißt, das hier wird jetzt eine ganz normale Schrotflinte sein, aber man hat sich halt den Sprites, man hat sich halt bei den Sprites von Doom 2 bedient für die Schrotflinte. Und deswegen, ja, nicht wundern, wenn das eine ganz normale Schrotflinte ist. Und die Gegner gerade eben waren wahrscheinlich Karko Demons, also Reskins. Haben auch ganz schön gut reingehauen und auch gar nicht mal wenig ausgehalten. Jetzt würde ich mich aber trotzdem interessieren, wo die letzten Gegner sind. Vor allem, was das hier unten, was es ist, was damit auf sich hat auch vor allem. Ich könnte mal in den Keller nochmal gehen. Ah. Eieiei. Ich sehe hier gar nichts. Ich schieße einfach mal. Oh. Jetzt haben wir die Berserker-Fähigkeit. Boah. Was? Was? Was ist passiert? Wieso habe ich so viel Schaden bekommen? Von wo? Hä? Oder ist die Berserker-Fähigkeit hier irgendwie so? Aber, ja, wow, jetzt habe ich ein HP. Und komme ich jetzt hier... Hä? Muss das einer verstehen? Okay, das ist jetzt alles sehr komisch noch. Aber okay, jetzt weiß ich ja zumindest, was man machen muss. Dann mache ich das jetzt ganz... Das Ganze nochmal. Als kleine Zusammenfassung sozusagen. Hier könnten wir mal ganz kurz hin. Ah, Shotgun Shells waren's. Wunderbar. Dann tue ich das Level jetzt einfach nochmal komplett abschließen, so. Einfach, um dort dann alles gemacht zu haben, ohne irgendwo reinzurennen. Dann holen wir uns das hier. Killen die beiden nochmal. Dann muss ich natürlich gucken auch, was das für Gegner waren unten im Keller. Die waren ja schon komisch irgendwie. Nicht, dass da irgendwie hier
Nicht, dass mir hier irgendwas fehlt irgendwie, dass da irgendwas nicht richtig funktioniert. Eieiei, aber die Berserkerfähigkeit, die scheint irgendwie hier ein bisschen krasser zu sein, weil irgendwie scheine ich dann davon noch Damage zu bekommen. Naja, okay, aber ich würde mal sagen, das ist alles noch ein bisschen komisch hier gerade für mich, aber gehen wir erst einmal und gucken mal, was die anderen Level so zu bieten haben. Okay, Evil Dead Survived, das finde ich ja richtig toll. Dann würde ich sagen, sieht man sich im nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao.